Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Surviving the Aftermath und wir kümmern uns ein bisschen weiter um unsere Kornkammer, oder? Wir haben jetzt schon mal vor dem Stream, also ist wieder eine neue Aufnahme, ja, könnt ihr gerne mal mit vorbeischauen, wenn ihr das jetzt hier eventuell auf YouTube sehen solltet. Und genau, wir waren ja hier dabei, die Kornkammer zu bauen. Ne? Wir haben jetzt hier die bewässerten Felder. Wir haben da jetzt überall Weizen erstmal eingetragen. Und jetzt haben wir uns das hier unten mal angeguckt in der Bäckerei. Und als einziges Nahrungsmittel ohne zusätzliche Verschmutzung oder ohne Verschmutzung an sich, die angegeben wird, sind die Zimtwecken. Deswegen wollen wir uns da jetzt so ein bisschen drauf, steifen. Da brauchen wir natürlich Milch. Das bedeutet eine Kuh. Hier haben wir ein Schwein. Guck mal, da gibt's Kühe. Natürlich wieder bei der, die am weitesten weg ist. Das heißt, das wird noch Ewigkeiten dauern. Gut, hier haben wir nur Schafe. Da haben wir Hühner. Auch Schafe. Da haben wir Rinder. Alles klar. Komm her. Ah, komm, gibst du mir gleich mal zwei. Ein Bein kann auch nicht stehen. So. Blub. Spiel. Ist abgeschmiert, ne? Ja, gut. Sehe ich auch so. Alles klar. Ach, geht ja schon mal gut los. So, hast du jetzt? Wir sind sofort wieder da. Nee, der schwarze Bildschirm ist kein Statement dafür, dass ich mir jetzt Rinder kaufen wollte oder so. Gut, dann kriegen wir noch mal diesen wunderschönen Ladebildschirm zu sehen. Das erste Mal, dass das Spiel gesagt hat, boah, nee, ich habe keine Lust mehr. Also ich glaube, es war das erste Mal. So. Wir versuchen es nochmal. Okay, jetzt hat er zumindest das erstmal akzeptiert. Ich denke, das sollte ganz gut klappen. Ja, das haben wir jetzt nur gemacht, um hier nochmal ein bisschen Reputation zu bekommen und so. Das kann ja nicht verkehrt sein. So, machen wir das. Alles klar. Gut, dann... Nee, ich wollte jetzt hier unten schon wieder anfangen. Wir lassen jetzt erstmal die Sachen bauen, die wir jetzt hier haben. Das ist erstmal das Erste, was wir machen. Und so, jetzt wollten wir, glaube ich, noch weitermachen. Und hier auf der Karte diese Militärbasen angreifen. Ne? Das war doch mit eines der nächsten Dinge, die wir tun wollten. So. Ja. Jetzt haben wir den mit 20, 25. What you need? Ja. Yes. Yes. 20, 25. How may I help? All right. 20. Shoot.
Auch 20. Okay, pass auf, dann machen wir das mal so. Du gehst raus. Yes. Du gehst raus. Alright. What you need? So, haben wir jetzt 6 Leute? Ne, 5? Okay. Your command. Du gehst auch noch raus. Your orders. So. Dann würde ich jetzt nämlich. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, wir machen. You got it. Jeweils 2x 20 Attack und einmal 25 Attack als Team. Und stellen die zu den entsprechenden Leuten, zu den entsprechenden Basen hin. So, das wird dich jetzt zum Beispiel hier hinstellen. Und dich dahin. So, und dann können die Leute da hingehen und wenn die dann alle da sind, dann können wir hier zwei von denen schon mal parallel angreifen und dann oh Mann. Alle Bildschirme sind das Beste an Spielen, naja, also ich weiß ja nicht. So, das war ein Heizkörper, genau, der soll aber erstmal pausieren. So, erstmal muss der hier was tun. Oder muss erstmal gebaut werden, damit wir hier das Wasser rankriegen. Damit die Bäckerei endlich arbeiten kann. Okay, da passt das mal. Ein Gewächshaus. Ein Handelskonvoi. Ja, wenn ich jetzt nur wieder wüsste, was der gebracht hat. Ja, das weiß man ja hier nicht. Ach, Deborah, ich kümmere mich immer um euch, keine Sorge. Braucht euch nicht zu bedanken. Okay, hier wird die nächste. Naja, das wird jetzt auch gebaut. Sehr gut. So, da, das haben wir, alles klar. Dann könnt ihr da schon mal weitermachen und das kriegen wir jetzt auch hin. Das können wir auch weitermachen. Wir machen erstmal ganz viel Weizen und dann gucken wir mal weiter. Wir müssen erstmal gucken, wie schnell verbraucht sich das, wie schnell verbraucht sich hier das Ganze. Vor allem auch, naja gut, hier haben wir eigentlich sogar noch weniger, ne? Ja, dann lieber baue ich noch 2-3 Bäckereien hin, um einfach zu sagen, komm. Schauen vielleicht, ob wir einfach alle mit diesen schönen Zimtwecken dann ernähren können. Mich zwar nicht, dass das klappt, aber hey. Man kann ja mal gucken, ne? So. Strom sieht jetzt ein bisschen schlecht aus im Sprechhaus. Müsste noch gehen. There are survivors at the gate. Mal wieder Überlebende. Alles klar. Ah, okay, guck mal, das hat man jetzt umgestellt wieder auf Metall. Von den seltenen Metallen, weil wir ja hier seltene Metalle haben wir noch 300 Stück.
Und jetzt macht er hier auch wirklich wieder 20 Bleche, ähnlich wie der normale Autoextraktor. Also alles gut, das sieht schon mal ganz supi aus. So, na dann, wen haben wir denn hier? A ragged bunch shuffles slowly towards the gate. Drei Erwachsene, ein Kind, ein Senior. Senior, Senior. Zwei Strahlenkranke, Vorräte. Na klar. Müsste genau aufgehen, ne? Ja. Sehr gut. Spezialist ist einsatzbereit. Na dann. Huh? Engaging hostile. Ready. Going in. Yep. Locked and loaded. What's up? Attacking. Shoot. Engaging hostile. Yep. Engaging hostile. So, dann gucken wir mal, was jetzt hier wird. So, und du solltest Ökosystem Außenposten bauen. Ja. Nice, 069. Okay. So gehört sich das. Outpost is now complete. Sehr gut. Sehr gut. Ah, jetzt haben wir hier 10 Überlebende, alles klar. Das bedeutet, wir brauchen neue Häuser. Sag mal, wenn jetzt wirklich hier so viele Arbeitsplätze auch hier hinkommen sollten, ne? Ist es vielleicht nicht ganz verkehrt, hier sich auch ein bisschen um die Wohnungsthematik zu kümmern? Wird jetzt noch ein bisschen dauern, aber sollten wir jetzt schon mal mitmachen. So. Gut, das passt auch. Da brauchen wir also nur noch jemanden zum Bauen. So, und Brote müssten wir jetzt die ersten doch schon haben, oder? Oder halt auch noch nicht. Oder vielleicht doch. Also entweder sind die Brote dann schon immer schnell wieder weg. Oder... Dann müssen wir sehen. Sehr schön. So, jetzt haben wir die Mühle auch noch am Laufen. Nee, finde ich gut. Das läuft. So, und dann... So, mal Farm. Könnten wir doch so und so machen. Genau. So, die beiden halten wir aber erstmal an. Ich will nur schon mal ein bisschen vorplanen, ne? Und weil es jetzt hier keinen wirklichen Blaupausenmodus oder sowas gibt, baue ich sie jetzt lieber einfach mal hin und sage, warte mal noch. So, oh.
Wir haben Unterhaltung geliefert bekommen. Das heißt, wir können, jawohl, die Bibliothek fertig machen. Das bedeutet, wir könnten mal auf plus minus null herauskommen, was unsere Unterhaltung angeht. Yippie-yay-yay. Naja, immerhin was. So, dann können wir da mal gleich noch Mitstraße bauen lassen. Oh, wie die alle hingestürzt kommen. Saugeil. So. Wir machen erstmal alle Weizen und dann gucken wir mal, wie schnell das alles geht und. So. Haben wir hier eine nächste Turbine am Laufen. Strom sieht das mal gut aus. Und das kriegen wir jetzt auch gleich noch ans Laufen. Sehr schön. Weil wenn wir gleich die Bibliothek fertig haben, wo ist sie denn eigentlich? Ach hier. Wenn wir jetzt die gleich fertig haben, brauchen wir ja auch Strom. Ja, ich speichere mal gerade ganz kurz. Dieser Spiele-Crash hat mich jetzt so ein bisschen unsicher. Sehr schön. Wow, plus zwei, weil jetzt gerade einer gestorben ist. Wow, wir haben mal positive Unterhaltung. Gut. Dann lasst uns doch gleich mal in diese Thematik hier reingucken. Die Farbe von den, naja, Dachschindeln hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ne, vom Dach, das gefällt mir. Sie haben sich auch die Mühe gemacht, hier ein bisschen Mosaik zu machen. Silent Room. Ja, ja, natürlich. Ist das jetzt eine Toilette oder ist das jetzt so ein stiller Lesepunkt oder Lesesaal oder sowas? Ach, guck dir das an. Hier haben sie so einen Schulbus genommen, den genauso grün gemacht wie die Bibliothek und haben Library hinten dran geschrieben. Ah, ist das doof. Aber irgendwie ist es auch cool. Und hier dieser Ruheraum, der soll wohl, der ist wohl irgendwie so ein Riesenfass, so ein metallenes, wie bei der Sauna. Okay. Also in einem hohlen Metallgefäß ist es jetzt ja meistens nicht so ruhig, was die Geräusche von außen angeht. Aber hey. Schön. Fetzt. Haben wir das auch? Ist ja geradezu traumhaft. So. Ach, da haben wir mal. Aha. Banditen, ja. Schon wieder. Okay, du bist hier. Das ist sehr gut. Yes. Ja gut, ich habe ja gespeichert, ne? Ach, der sieht aber auch böse aus hier. Ein grimmigliches Mensch. Usually aggressive group of bandits marches towards the gate. Their chants are filled with bloodlust. Can be heard from a good distance away. Eine ungewöhnlich aggressive Gruppe von Banditen marschiert auf das Tor zu. Sie schreien nach Blut und sind schon von weitem zu hören. Sie sehen zäh aus und es wäre wohl zu riskant, es mit ihnen aufzunehmen. Eine Art
Opfergabe könnte sie für den Moment besänftigen. Nö. Die Drohungen lassen den Gesang der Banditen noch mächtiger werden. Sie schlagen ihre Waffen gegen die Brust und fordern Blut. Es bleibt euch nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Ja, sowieso nicht. Es wäre eh nichts anderes übrig geblieben, von daher. Oh, die sind wirklich stark. Ah, sie werden eventuell durchkommen. Weil dann die letzten 20 wieder durch so eine Explosion hochgehen, oder? Nö, tatsächlich. Alle tot. Warum haben wir jetzt eigentlich, nachdem wir die jetzt platt gemacht haben, ne? Warum haben wir nicht einfach 3 Autos mehr jetzt auf einmal? Oder wenigstens 1? Verstehe ich nicht. Finde ich nicht gut. Ja, ist ja gut, wir haben gewonnen. Die Kolonie hat über ihre Feinde triumphiert. So. Gut, wir brauchen jetzt relativ viel Zement. Den müssen wir uns jetzt halt mal herstellen. Ich meine, wir haben hier 2 von denen. Das wird ja dann wohl mal relativ schnell hinhauen können, ne? Wenn wir jetzt keine haben, haben wir dann eigentlich das Problem, dass der Zustand immer weniger wird, oder? Oder bleibt er bei 23 und alles ist gut? Dann müssen wir jetzt genau die 62 zusammen haben, um das reparieren zu können? Fragen über Fragen. So, gut, dann... Ach so, ihr habt noch. Gut. Wenn ihr noch habt, dann ist okay. Handelskonvoi, alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, können wir ja erstmal die Folge beenden. Wir haben immerhin unsere wunderschöne Bibliothek jetzt aufgebaut. Wir haben hinten 2 neue Häuser angefangen, die wir auch annähernd fertig haben. Vor allem, wenn dann vorne das Haus wieder repariert ist. Wir haben jetzt erstmal unsere Bäckerei. Guckt, wir haben schon 33 Brote. Sehr gut. Sind alle noch hier, ne? Mhm. Weiß nicht, ob wir da eventuell mal hingehen sollten und dann sagen, ja, okay, komm. Lagere mal ein paar einfach hier ein. Zum Beispiel hier, blapp. So. Einfach auf diesen typischen Ablagerungsorten dann sagen, komm. Das ist alles nicht richtig, dann das hier, ne? Ja. Damit sich hier jeder einfach mal welche abholen kann, sozusagen. Dass wir die einfach mal haben und wenn wir dann die Zimtwecke haben, dann sieht es ja sowieso noch mal ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, das ist schon mal nicht ganz unwichtig zu verteilen. Ich hoffe, die machen das dann auch so halbwegs, sag ich mal, gleichmäßig, ne, an der Stelle. Also, dass jetzt nicht eines der Lager alles bekommt und danach irgendwie gehen die anderen wieder leer aus. Wäre ein bisschen doof, aber werden wir sehen. Genau. Und dann machen wir nachher hier noch die beiden Farmen, das wird aber noch ein bisschen dauern. Wir müssen ja erstmal wieder ein bisschen Zeug sammeln, vor allem Beton.
Aber das kriegen wir dann auch hin. Dann haben wir die zwei Häuser hier und dann können wir das schon als nächstes mitmachen. Und wir haben jetzt noch ein paar Feinde besiegt auf der Karte. Also in der nächsten Folge gehen wir auf jeden Fall ein bisschen in den Quests weiter. Hauptquests machen wir ja auch gerade ein Stück weiter. Wir haben zu tun. Also dann, lasst uns anpacken. Bis dann. Cheerio.